Frau Eichler, was sind die großen Themen dieser LearnTech? Die großen Themen sind die neuen Lernwelten, in die wir uns aufmachen. Das Thema dreidimensionale Lernwelten ist sicherlich etwas, was uns zukünftig sehr stark beschäftigen wird. Dazu haben wir auch einiges hier bei den Ausstellern, aber auch als Themen im Kongress. Aber ich glaube, dazu kommt auch ein gegenläufiges Thema, das Thema Vernetzung. Das heißt, wie schaffen wir es auch, Lerner miteinander digital zu vernetzen? Also nicht nur die dreidimensionale Lernwelt für den Lerner an sich, sondern wie vernetzen wir die auch miteinander? Wie können die in virtuellen Lernwelten auch gemeinsam arbeiten? Was bewegt derzeit die E-Learning-Anbieter am meisten? Das ist eine große Frage, weil es ist sehr diffizil, hängt davon ab, was man tatsächlich anbietet. Ich glaube, die Content-Anbieter bewegt sehr stark, wie können sie ihren Content noch individueller, noch attraktiver gestalten. Und da geht der Weg ja sehr stark in Richtung Bewegtbild, stärker zu visualisieren. Bei den Lernmanagement-Systemanbietern, ich denke, die denken ein Stück weit in Richtung adaptives Lernen. Ich habe jetzt hier noch keinen auf der LearnTech gesehen, aber ich weiß, dass viele das im Hinterkopf haben. Wie kann ich auch dem Lerner angepasst Lernempfehlungen aussprechen? Dafür muss ich viele Daten sammeln. Die Autorentool-Anbieter gehen sehr stark in Richtung Responsive Design. Also wie schaffe ich es, Lerninhalte so anzubieten, dass die, egal auf welchem Endgerät ich das anschaue, der Lerninhalt sich auch anpasst. Also es gibt viele, viele Trends hier auf der LearnTech und ich bin immer wieder begeistert, wie die Aussteller wirklich in die Zukunft denken und ihre Angebote auch teilweise über das hinaus, was der Kunde schon nachfragt, auch schon mitdenken. Was fragt denn der Kunde nach, beziehungsweise was bewegt die Unternehmen als Nachfrager? Auch das ist natürlich unterschiedlich zu sehen. Wir haben sehr viele Kunden oder Besucher hier auf der LearnTech, die sich ja noch relativ neu mit dem Thema E-Learning beschäftigen. Die sind natürlich erstmal darauf auszuschauen, welches Lernmanagementsystem werde ich wohl einsetzen, welchen virtuellen Klassenraum würde für mich passend sein, wo bekomme ich guten Content her. Aber diejenigen, die schon lange dabei sind, die also jetzt schon E-Learning mehrere Jahre betreiben, und davon haben wir auch sehr viele hier, die beschäftigen sich schon eher mit den dreidimensionalen Lernwelten. Die gucken, was ist beyond sozusagen dem, was wir bisher gemacht haben. Und wie können wir Lernszenarien interessanter aufsetzen? Und etwas, was wir dabei beobachten können, ist, dass die Lernszenarien immer vielfältiger werden und das nicht mehr so stark ist, ach, wir ergänzen jetzt E-Learning zu Präsenz, sondern diese Phasen verschmelzen viel stärker. Welchen Stand genießt E-Learning in den Unternehmen derzeit? Wir haben dazu von der LearnTech eine Umfrage gemacht und haben Anwenderunternehmen befragt, also die Unternehmen, die E-Learning einsetzen. Und das war eine sehr klare Aussage. Fast 90% sagen, E-Learning wird eine sehr starke oder starke Auswirkung oder Bedeutung haben im Unternehmen. Und interessanterweise werden auch fast alle ihre Teams entweder beibehalten oder ausbauen. Also da ist wirklich eine ganz starke, Verankerung von E-Learning in den Unternehmen. Die LearnTech feiert dieses Jahr ihr 25. Geburtstag. Was denken Sie, sind so in der Vergangenheit die, sage ich mal, entscheidenden Meilensteine in der Entwicklung dieser Messe und auch in der Entwicklung des Themas E-Learning gewesen? Ja, es hat ja vor 25 Jahren angefangen mit einer eher wissenschaftlich geprägten Konferenz. Das wurde dann immer stärker auch in den Businessbereich reingeführt. Ich glaube, ein großer Schritt war, als wir von dem Kongresszentrum, was vielen lieb und teuer war, in Anführungsstrichen, dann hier auf die Messe gezogen sind. Die Messe ist wesentlich professioneller geworden. Wir sind jetzt hier in dieser Halle am Rand angekommen. Wir haben jeden Ausstellungsstand ausgeschöpft. Von daher hat die Messe und auch der Kongress eine extrem große Entwicklung erfahren. Natürlich hatten wir auch ein paar schwierige Jahre. Denkt man an die Dotcom-Krise, wo alle E-Produkte ihre Probleme hatten. Aber wir haben eigentlich alle dran festgehalten als Community, als E-Learning-Familie hier sozusagen. Und wir sehen, dass das Thema weiter wächst. Von daher freue ich mich jetzt drauf, was die neuen Lernwelten uns so noch bescheren werden.